Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Es gibt gerade extrem massive Probleme mit Apex Legends Rangliste. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es vielleicht auch Publix ist. Ich habe zurzeit extrem wenig Zeit zu zocken, deswegen haut die Kommentare voll. Problematik ist, wir fliegen ständig aus den Rangspielen. Einfach so, ohne irgendwelchen Grund. Wir kriegen eine 10 Minuten Strafe, wir kriegen fette Minuspunkte. Es macht Apex Legends quasi unspielbar. Problematik, es gab jetzt erst einen Patch, der aber überhaupt nichts gebracht hat. Respawn selbst schreibt, trotz der heutigen Verbesserung sehen wir immer noch ungefähr dreimal so viele Disconnects und so weiter. Verbindungsfehler hast du nicht gesehen. Am 22., sprich nächste Woche Mittwoch, soll ein Patch diese ganze Problematik fixen. Das sind 5 Tage Stand heute, die wir eigentlich überhaupt keine Zeit haben oder nicht ranked spielen können, beziehungsweise macht es eigentlich keinen Sinn, ranked zu spielen. Das einzig Positive daran, wenn dieser Patch denn irgendwas bringt und das Ganze fixt oder nicht sogar noch mehr Probleme bringt, Rangliste Split 1 wird um eine Woche verlängert. Ganz wichtig ist aber, Season 11 startet trotzdem pünktlich, das heißt der zweite Split auf Kings Canyon ist demzufolge eine Woche kürzer und jeder, der versucht, die animierte Badge für sein Ziel Dia, Bronze, so ein Käse, Dia oder von mir aus Master oder Predator zu erreichen, ihr müsst natürlich richtig reinsuchten, eine Woche weniger, wenn man zu wenig Zeit hat, kann schon ordentlich Zeiteinbußen sein, um das zu erreichen. Das dazu. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr starke Probleme habt, ob das überhaupt jeden betrifft. Wie gesagt, ich kann es aktuell überhaupt nicht beurteilen. Ich möchte euch jetzt noch den Season 11 Ingame Teaser auf Olympus nachreichen. Die meisten von euch kennen ihn schon. Da ist eine Space-Kapsel, würde ich jetzt einfach mal nennen, auf Olympus gelandet. Das zeige ich euch jetzt hier. Wer das schon kennt, der kann ab hier wegschalten. Ich freue mich trotzdem, wenn er bis zum Schluss dran bleibt. Über jeden Daumen nach oben freue ich mich. Selbstverständlich wie immer. Und ein Abo, wenn ihr neu seid, würde ich mich auch extremst drüber freuen. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.